Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von den Berufsoptimierern, deinen Experten für die Themen Bewerbung, Beruf und Berufung. Mein Name ist Bastian Hughes. Und mein Name ist Katja Michalek und ich freue mich, dass du heute wieder am Start bist, denn heute haben wir Ernst Krameri, den Erfolgscoach und Autor, im Interview. In dieser Folge geht es darum, es geht um Ziele. Es geht darum, wie du deine Ziele erreichst und wir haben dafür jemanden, der schon so viele Ziele erreicht hat und bestimmt den einen oder anderen Tipp hat, wenn du an dem Punkt stehst, ich erreiche meine Ziele nicht. Hier haben wir den Experten. Genau, denn Ernst Krameri ist Erfolgscoach, er ist Autor, Business-Experte, Begründer von zig Firmen, wie viele werden wir gleich nochmal drauf eingehen. Er ist Top-Speaker im In- und Ausland und ist Naturkosmetikhersteller. Dieses Jahr feiert er gleich zwei Jubiläen, denn einmal 40-jähriges Unternehmertum und gleichzeitig 30 Jahre die Krameri Naturkosmetikprodukte. Ernst ist Gewinner des Internationalen Speaker Awards und hat bisher über 1000 Vorträge vor einigen 100.000 Menschen, auf der Zunge muss man sich das zergehen lassen, über 1000 Vorträge vor einigen 100.000 Menschen in unzähligen Unternehmen in 6 Ländern gehalten. Er hat 67 Bücher geschrieben. Seine anhaltende Beratertätigkeit, immer neue Impulse und Inspirationen für Welt und Wirtschaft, das ist Ernst Krameri. Er reflektiert, denkt quer und auch geradeaus. Er polarisiert, er stellt in Frage, er provoziert. Und er kennt die vielen Tücken der Selbstständigkeit wie aus der Westentasche. Und was es alles braucht, um entsprechend zum Erfolg zu gelangen. Herzlich willkommen, Ernst. Schön, dass du da bist. Wow, was für eine tolle Einleitung. Ich bin jetzt sprachlos. Sehr, sehr, sehr schön hast du es gemacht. Das werde ich mir nachher gleich nochmal anhören. Vielen, vielen herzlichen Dank. Es ist immer so lustig. Da machst du so viel, dann bist du so aktiv und dann wirst du so anmoderiert und dann denkst du so, dann lauschst du mit, denkst, boah, das ist ja ein cooler Typ. Hey, das ist ja. Und jetzt merkst du, das bist du ja selber. Ja. Vielen, vielen herzlichen Dank an euch beide, dass ihr mich eingeladen habt. Ich habe mich sehr, sehr, sehr darüber gefreut und freue mich jetzt auf spannende Minuten rund um das Thema Erfolg, rund um das Thema Ziele, rund um das Thema einfach, ja, ein cooles, tolles Leben zu haben. Klasse. Bevor wir einsteigen, Ernst, wir wollen ja gerne erstmal an den Ursprung zurück. Ne? Du kamst ja auch schon mit dem Ziel, auf die Welt zu kommen. Und wenn wir jetzt mal ein paar Jahre weitergehen, so Kindesalter, weißt du da, was du da noch als Kind werden wolltest damals? Ja, du hast jetzt ja angefangen, ich kam schon bewusst auf die Welt. Ich wollte mit meinem Hintern rausgehen, ja, und meine Mutter hat das für mich sehr gut empfunden und ich wollte der Welt eigentlich damit gleich was symbolisieren. Ihr könnt mich alle mal, ja. So, das zieht sich so wie so ein roter Faden einfach durch mein Leben durch, einfach völlig unangepasst, Querulant, Querdenker, das hat sich auch so in der Schule durchgezogen. Also ich habe immer alle Dinge anders gemacht, als was man mir geheißen hat und das gab natürlich auch auf deine Frage, Bastian, wenn ich mich so zurück erinnere. Ja, ich war immer schon ein riesengroßer Fantast, ich wollte ganz, ganz viel werden, ich habe auch alles ausprobiert und ja, ich war schon damals ein Rebell und das Wort geht nicht, das gab es bei mir nicht, macht man nicht, dann habe ich es erst recht gemacht, ja, weil macht man nicht, das gibt es einfach in meinem Wortschatz nicht, macht man nicht, sondern ja, setz die Dinge um, hab einfach Mut, ich war sehr, sehr mutig, das bin ich heute noch und ja, ich will die Dinge einfach ausprobieren, ich will einfach aus dem Leben das Maximale rausholen. Ja, wenn ich mir jetzt aber mal den Ernst in der Schule vorstelle und in der Schule heißt es ja hinsetzen, ne? Ja. Und so weiter. Fresse halten. Hast du dich dann auf den Boden gesetzt? Hast du die Wände mit Wachsmalstiften angemalt, während der Unterricht lief? Oder Rebell halt als junger Typ vorstellen? Ja. Nein, ich habe halt viele Dinge gemacht, die man halt eben nicht tun sollte. Und dann bin ich immer wieder dafür bestraft worden. Also das heißt, in der Schweiz oder bei mir in St. Moritz war es so, ich musste dann fast jeden freien Nachmittag Schneeschaufeln gehen. Im Sommer musste ich Rasen mähen. Und ich hatte auch immer was angestellt. Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Ich wurde sehr oft, eigentlich fast jeden Tag nach vorne geholt an die Tafel, um irgendeine Aufgabe zu lösen. Und da ich ja nie gelernt habe, konnte ich die nicht lösen.
und bin dann halt so nach vorne gelatscht, so, ja, so nach dem Motto, er ist mir doch alles scheißegal hier. Und der Lehrer war sauer, die Mitschüler, die haben geklatscht und das war einfach cool, das war immer so Show-Einlage. Und ich denke, da wurden schon die Weichen gesetzt für später, einfach für ja, Bühneninszenierung, um dann auf die Bühne zu gehen. Der Unterschied zu damals ist, heute habe ich sehr, sehr viel zu sagen. Und das heißt, das, was du heute sagst, hat einen größeren Impuls als früher. Ja, genau, aber das habe ich damals einfach nicht interessiert. Das ging so an mir vorbei. Und ich hatte natürlich auch einen geilen Fensterplatz, habe dann auf dem Flughafen runter gesehen, wie die Flieger der Reichen raus und rein fliegen. Und da habe ich mir gesagt, ey, das werde ich eines Tages auch haben. Und ich war so in meiner Traumwelt und habe da sehr wenig von der Schule mitbekommen. Muss aber sagen, ich war dann immer zum Schluss so fleißig, dass ich nie, dass ich immer weiterkam. Das war ja, der Ernst hat das System relativ schnell geblickt. Ne? Ich muss ja eigentlich nur die und die Noten schreiben, um nicht hängen zu bleiben, um als Idiot zu gelten. Das heißt, ich lerne auch nur bis dahin. Und manche nennen es Faulheit. Einige nennen es Intelligenz oder Cleverness. Wir lassen es den Zuschauer, der den Zuhörer selber die Einschätzung vorzunehmen. Okay, wie ging es denn dann weiter? Weil irgendwann sagen doch auch die Eltern, Mensch, Ernst, du machst dir immer so viel Mist, aber jetzt musst du auch mal Geld verdienen, jetzt musst du auch mal hier dir einen Beruf suchen. Wie ging das denn dann weiter? Ja, also meine Eltern sind ja fast verzweifelt an mir. Das war ganz schlimm. Die mussten auch immer wieder vortraben in der Schule. Da gab es mindestens, alle zwei Wochen wurden die da hingerufen zur Schule. Vater hat sich da schon längstens dann ausgeklingt. Mutter ist fast durchgedreht. Aber das war mir einfach egal. Man hat mir gedroht, man hat gesagt, du kommst in ein Heim. Okay, dann gehe ich halt in ein Heim, das ist mir doch egal. Ja? Also es war mir einfach alles egal. Der Schulrat meinte auch, wir sind schon mit ganz anderen fertig geworden. Also ja, ist okay. Und dann lach nicht so blöd, ja. Naja, okay, und dann ging es ja darum um Beruf. Also mein Hobby war damals Kochen. Ich liebte Kochen. Für mich war Kochen einfach das Größte. Ich habe dann ein Praktikum gemacht als Koch in den Sommerferien. Das war richtig fantastisch. Das hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Und ja, dann ist halt etwas passiert, so aus meiner heutigen Sicht. Mein Vater hat mich zu einem Verwandten geschickt, der ein Hotel hat und dessen Sohn war Küchenchef. Nach dem Motto, was wir nicht fertig gebracht haben, bringt ihr das fertig, macht aus diesem Rebell hier einen lebensfähigen Menschen. Ja. So, Praktikum, da war die super nett, cool, aber als die Lehre angefangen hat, dann wurde es einfach sehr, sehr ungemütlich. Ich war dann vom ersten Tag an gleich der zweite Koch. Der Junge, der hat Fleisch gemacht und ich musste für alles andere zuständig sein. Und das kannst du natürlich nicht als junger Mensch mit 16 Jahren. Da kannst du nicht alles im Griff haben. Und da sind die Pfannen geflogen und da wurde immer gebrüllt. Und oh, ich fand das so unangenehm. Ich habe das eine Zeit lang mitgemacht und dann habe ich zu meinem Vater gesagt, du, ich höre auf, das wirst du nicht tun. Also so ganz Schreckensszenario. Da habe ich gedacht, nee, ich mache da einfach nicht mehr mit. Ich will raus aus dieser Nummer. Und da gab es ja Blockunterricht und ich bin dann zu meinem Lehrer gegangen. Er sagt, ja, ich will aufhören. Nein, das geht nicht. Man muss die dreijährige Lehre durchziehen. Und dann habe ich dann während dem Kochen, wir mussten nachkochen, also vorne war der Oberhäuptling, so ein uralt gedienter Chefkoch, der hat gekocht, wir mussten mit der Pfanne nachbrutzeln. Und dann habe ich so einen Geistesblitz. Ich mache jetzt genau das, was der Küchenchef damals gemacht hat mit mir. Ich habe die Pfanne genommen, über den Herd gedonnert und bam, dem in den Bauch rein, die ganze Brühe über ihn drüber. So. Und das war natürlich klar, damit war die Sache gleich beendet. Ich sagte, du fliegst jetzt hier sofort raus. Und ja, Gott sei Dank habe ich das damals gemacht. Ja. Also meine Eltern waren entsetzt. Der Lehrmeister da, der hat auch gesagt, nee, so geht's natürlich nicht, dann müssen wir dir kündigen. Also ich habe einfach mein Ziel erreicht und das ist ja auch das Thema heute. Was hast du für ein Ziel? Guck einfach, dass du deine Ziele verfolgst, ja. Also jetzt kann man sagen, oh, das war vielleicht, ja, du wolltest was sagen, Entschuldigung. Ja, mir fällt gerade Folgendes ein, weil die Frage, die mir die ganze Zeit durch den Kopf geht, ist, die Eltern waren verzweifelt, die Lehrer, die Ausbilder, alle waren verzweifelt. Mhm. Ernst, woher kam diese Einstellung, dass dir alles egal war und dass du einfach nur das machen willst, was dich interessiert? Was glaubst du, woher das herkommt? Weißt du das heute, warum du so warst? Ja, ich habe es natürlich schon studiert, weil es hat mich schon interessiert, wo sind meine Wurzeln, wieso war ich denn so, wie ich war, ja?
Und ich habe mir einfach nie gerne was sagen lassen. Ich war einfach ein Visionär, ich wollte die Dinge anders machen, ich wollte sie schneller machen. Und da war einfach so diese kleinkarierte Welt, tut man nicht, macht man nicht, was könnten die anderen Leute denken, ja? Und mir ist es egal, was die anderen Leute denken. Wichtig ist, was ich von mir denke. Und das ist auch für jeden Zuhörer ganz wichtig. Mach's nicht für die anderen, sondern mach's für dich. Und guck mal, was hast du für eine Meinung von dir? Was hast du für ein Ziel? Was hast du für ein Bild von dir? Wo soll deine Reise hingehen? Wusstest du denn damals schon, wo deine Reise hingehen soll? Also du sagtest, du hast die Privatjets landen sehen, hast gesagt, das möchte ich auch. Ja. Also du wusstest du schon wirklich, was du wolltest, oder wusstest du erstmal nur, was du nicht wolltest? Ich wusste, was ich wollte. Ich wollte einfach reich sein. Ich wollte einfach reich sein, ja. Weil ich bin in einer einfachen Familie aufgewachsen und ja, lauter Gebote, Verbote, ja, war nett, aber es war einfach nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ich habe auch Freunde, die sind in reichen Familien aufgewachsen, habe gemerkt, die haben über ganz andere Dinge gesprochen, die hatten einfach Geld, die hatten ein schönes Auto, die sind immer schön in Urlaub gefahren und wir sind nur zur Tante, also nur, war auch nett, aber wir sind nur zur Tante gefahren und die anderen sind damals vor, jetzt gut 50 Jahre in die Karibik geflogen, das ist nicht wie heute, das war damals Luxus pur, das hat ganz, ganz viel Geld gekostet. Und da habe ich mir gedacht, nein, ich muss was ändern an meinem Leben, ja. Okay. Und aber was war denn Reichtum für dich? Was hat denn Reichtum für dich bedeutet? Reichtum hat für mich einfach bedeutet, dass ich mir was leisten kann, was ich mir leisten will, dass ich mir keine Gedanken machen muss und dass ich auch machen kann, was ich will. Dass ich irgendeiner Arbeit nachgehen muss, die mir keinen Spaß macht. Ja. Mhm, okay. Das heißt, du hast die Ausbildung zum Koch, hast du dann abgebrochen. Also du hattest das Ziel, reich zu werden, hast gemerkt, als Koch, nee, das ist nicht der Weg. Nee, das war nicht das. Koch, das hat mir schon Spaß gemacht. Okay. Ich habe mir dann vorgestellt, dass ich mir irgendwann ein eigenes Restaurant aufbaue oder irgendwann ein Hotel. Das ist ja oft so die Karriere, die so ein Koch macht. Das war schon okay. Der Fehler war im System. Mein lieber Vater, der hatte ja auch Kontakt zu den ganzen Top-Hotels in St. Moritz. Da gibt es ja lauter 5-Sterne-Hotels und ganz, ganz viele Sterneköche, ja. So, aber in der Welt von meinem Vater war das irgendwo inexistent, obwohl man sich ja alle kennt in so einem kleinen Ort wie St. Moritz. Das war einfach inexistent. Er wollte mich lieber zur Familie schicken, damit die mich noch formen, brechen, um endlich einen lebensfähigen Menschen aus mir zu machen. Und hätte er mich in diese 5-Sterne-Hotels damals das organisiert, ich habe halt, damals war es halt so, dass die Eltern das noch organisiert haben mit der Lehre, ja. Und dann hätte er das bestimmt einen anderen Verlauf genommen. Aber ich muss sagen, im Nachhinein, ich finde es super cool, so wie es gekommen ist. Also fantastisch. Das hätte sein können. Nur wie, jetzt waren wir ja gerade an der Stelle stehen geblieben, wo du rausgeflogen bist, weil das, ja. Also ich habe so ein Gefühl, in welche Richtung das geht und vielleicht bin ich auf dem richtigen Weg, weil da wurde dir gesagt, was du zu tun hast. Da hast du rebelliert, weil es war auch nur so ein kleines Restaurant von dem Verwandten. Es war jetzt nicht das 5-Sterne-Ding, wo du sagst, hier, da werde ich reich. Hast du dich dann selber auf die Suche begeben und gesagt, so, jetzt ist mir alles egal, ich will einen reichen Laden rein. Ja, was dann passiert ist, natürlich die Kochlehre, die war zu Ende, weil da gab es einfach Blockunterricht und das habe ich mir einfach zu Ende gemacht damit. Dann habe ich überlegt, was könnte noch so ähnlich sein? Da Bäcker-Konditor. Das fand ich ganz cool. Das ist schon daran gescheitert am ersten Tag, weil das sollte ich morgens um 2 Uhr anfangen. Nee, das ist definitiv nicht meine Zeit. Also das war dann auch weg. Und dann wollten meine Eltern, dass ich Zugschaffner werde oder Briefträger, was coole Berufe sind, weil dann bekomme ich eine schöne Pension. Das war so ihr Gedankengut. Und ich bin beim Staat, ich bin fest angestellt, aber das hat mich auch nicht interessiert. Und danach habe ich eine kaufmännische Lehre gemacht in St. Moritz in einem Sportgeschäft. Und dort habe ich dann richtig nochmal die andere Welt kennenlernen können. Und das hat mir ganz, ganz viel gemacht. Und was? Ja, sehr gut. Also ich kann dir noch eine kurze Geschichte erzählen dazu. Es war der zweite Tag von meiner Lehre. Abends, kurz vor Ladenschluss, kam eine südamerikanische Familie rein, 12 Mann. Und sagt, we need only the best for skiing, for the winter. Und dann gesagt, wie, only the best? Also in meiner Welt war immer, was kostet. Und der wollte einfach nur das Beste. Alle 12 Mann sind ausstaffiert worden und ich durfte dann in der Kasse alles eintippen. Und dann stand zum Schluss da eine Summe von 128.000 Franken.
Also wenn man sich das überlegt, vor 40 Jahren, keine Ahnung, ich denke, das hat heute einen Wert von 400.000, schätze ich mal. Boah, ich habe geschaut, das war für mich unglaublich. Und dann sagt da der Besitzer vom Laden, was schaust du so blöd? Und sagt, ja, das ist ja Wahnsinn, das ist normal hier bei uns. Das ist normal hier bei uns. Ich sage, okay, normal, in meiner Welt ist es nicht normal, ja. Das kenne ich nicht. Mein Vater hat 400 Franken Lohn gehabt, ich habe als Lehrling 130 Franken Lohn gehabt und der gibt die Antwort, so die 128.000 gibt er so in Scheinen rüber. In bar auch noch. In bar, ja. Boah. Ja, ein dickes Portemonnaie gehabt. Ja, einfach so drin, einfach so drin. Und ich habe da einfach für mich die Welt war für mich einfach total durcheinander. Und dann kam ja noch was dazu. Da war ja ein Skilehrer dabei, der hat die Gäste ja begleitet, der ist dann mit den Gästen gegangen und nachher ist er alleine reingekommen, hat diesen hier gemacht, dann hat er 12.800 Franken auf die Hand bekommen. Da habe ich gedacht, wie komisch ist doch diese Welt hier. Der kommt mit seinen Gästen, ist eine halbe Stunde maximal, ist hier, bekommt 12.800 Franken, was ist denn das für ein geiler Stundensatz, ja? Und ich schaffe hier für 130 Franken, also für mich, ich war da ein paar Tage gar nicht mehr richtig ansprechbar, weil ich war so, ja, ich war so ein Schmerz im Unbegreifen. Ich habe versucht, mit meinen Eltern darüber zu reden und so. Und die meinten, ja, das ist sowieso alles, geht sowieso alles nicht mit rechten Dingen zu. Mhm. Wer so viel Geld hat, wie halt oftmals so die Meinung ist über Geld. Und ja, ich habe dort die Lehre gemacht, habe dann noch ganz, ganz viele andere solche Situationen gehabt, letzten Endes täglich. Und da war für mich ganz, ganz klar, ja, ich werde auch Privatskilehrer. Ich muss ganz nahe an diese Leute kommen, weil wenn ich lernen kann, dann nur von diesen Leuten. Mhm, krass, okay. Privatskilehrer, wie geil. Das heißt, da war die Motivation, Privatskilehrer zu werden, ja. war direkt, um zu lernen, wie die es machen, oder diese Stundenlöhne oder diese Provision im Hinterkopf, die hatten, die in die Sportgeschäfte geschafft haben? Um zu lernen, einfach Modeling of Excellence, einfach lernen, wie machen die das, wie denken die, was muss man machen, um all das zu erreichen, was ist da der Hintergrund? Ja. Das ist super. Das spricht genau das Prinzip an, was Katja und ich mit unseren Angestellten oder mit unseren Klienten immer durcharbeiten. Das nennen wir Jobmodeling. Ne? Also du willst mehr, du willst Projektmanager, du willst Geschäftsführer werden. Ja. Fang an, dich mit Geschäftsführern zu beschäftigen und finde heraus, wie gehen die, wie reden die, wie ticken die, was machen die? Und wenn du dann plötzlich sagst, das entspricht aber nicht meinen Werten und Geld ist mir auch nicht so wichtig, ja, dann musst du halt kein CEO werden, dann musst du halt dir doch nochmal was anderes überlegen. Aber oder du spendest dein ganzes Gehalt. Oder du spendest einfach dein ganzes Gehalt, genau, kannst du auch machen. Lebst nur von den Aktien, geht auch. Ja, das ist schön, dass du das ansprichst. Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema, Modeling of Excellence. Und wer über Geld spricht, ja, das ist ihm nicht so wichtig, der hat kein Geld, ja. Der ist einfach pleite. Ja, ganz kurz nur für die Definition, weil nicht alle Menschen wissen, was damit genau gemeint ist. Also was heißt Modeling of Excellence? Modeling of Excellence heißt, studier einfach genau, was machen die? Wie denken die? Wie reden die? Find raus, wie die Menschen fühlen und dann implementiere das Ganze in dein Leben. Und da wirst du natürlich genau, was du gesagt hast, du wirst natürlich am Anfang oft Konflikte haben, weil es passt nicht mit deinen alten Werten überein, mit deiner alten Einstellung, mit deinen alten Glaubenssätzen. Das heißt, du läufst da, du bist sehr konfrontiert dann mit dir selber. Und wenn du dann hingehst und dein Umfeld, mit denen das besprichst, ja, deine Welt, ja, deine Freunde, deine Familie, dann stößt du auf noch mehr Unverständnis. Das heißt, du bist am Anfang so ziemlich alleine, stehst auf weiter Flur. Und hier ist wichtig, dass du ganz nahe an die Person dran gehst. Heute nennt man das ja Coaching, Mentoring, das, was du hier gesagt hast, für eure Zielgruppe, wenn ihr CEO werden wollt, Geschäftsführer werden wollt, ja, dann bitte doch ganz einfach diese Leute darum, für die Info. Und das Tolle ist ja, wenn du erfolgreiche Menschen fragst, wie sie es geschafft haben, wie sie es machen, was sie denken und so, die geben alle gerne Auskunft. Das ist sehr, sehr schön. Ich sehe das ja auch bei mir, wenn jemand mich fragt, ich gebe gerne Auskunft. Was natürlich nicht geht, ist, wenn jemand kommt und erzählt, wie cool und wie geil er ist und was er alles vorhat. Das ist ja Blödsinn. Das ist einfach nur Zeit geklaut. Also das ist Modeling of Excellence. Mach's einfach buchstabengetreu, mach's 1:1 und hab Vertrauen und geh diesen Weg. Und je mehr du den Weg gehst, desto sicherer wirst du auch dabei.
Ich freue mich auf den zweiten Teil, wenn wir den Ernst Kremiere diese Frage stellen. Ernst, wie hast du es denn überhaupt gemacht? Genau. Ja, kann ich gerne sagen. Ja, ja. Moment, es kommt der zweite Teil. Mir ist noch eine Frage eingefallen zum Thema, zu dieser Ausbildung, weil du sagtest, dein Ziel war eigentlich Reichtum. Ja. Du hast aber dann eine Ausbildung gemacht, du hast eine Lehre gemacht, was ja eigentlich nicht unbedingt so direkt zum Ziel führte. Das war ja dann eher so der Schritt, als du dann Privatskilehrer wurdest, wo man sagt, okay, das ist jetzt der Schritt in die Richtung. Ja. Im Nachhinein würdest du sagen, es war trotzdem gut, dass du erstmal eine Lehre gemacht hast? Also es ist gut, erstmal was Richtiges in Anführungsstrichen zu lernen? Ja. Oder war das einfach, weil du es nicht besser wusstest in dem Augenblick? Ja, das war damals noch so eine Generation, da musstest du eine Lehre haben, wenn du so ein ganzes Leben lang immer hörst, mach gute Noten, ja, das habe ich schon mal nicht gehabt, also ich habe schlechte Noten gehabt, zwar bin immer weitergekommen, aber meine Noten waren eben nicht gut und ja, du musst froh sein, wenn du eine Lehrstelle hast und du brauchst eine Lehrstelle, weil das hat damals in meiner Welt, wo ich aufgewachsen bin, das hat irgendwo einfach dazugehört und da war ich schon teilweise, obwohl ich immer ausbrechen wollte, da war ich noch so ein bisschen gefangen drin. Aber die Lehre haben mir natürlich dann sehr, sehr gut getan in diesem Sportgeschäft. Ich habe dort auch beste Noten geschrieben. Das war so sensationell, dass die Lehre zu Ende war. Gab es eine Abschlussfeier und ich saß ganz gechillt weit hinten. Das hat mich alles so nicht interessiert. Und irgendwo so ganz weit weg habe ich gehört, dass mein Name aufgerufen wurde und habe da gar nicht reagiert, weil es sind die drei Leute sind ausgezeichnet worden, weil sie die beste Lehre gemacht haben. Ja, und dann sagen alle, ey du, sag ich, ja, das kann ich gar nicht glauben. Ich glaube, ich habe es ja gar nicht einmal bestanden hier, die Lehre. Doch! Und bin nach vorne und war der zweitbeste von dieser Lehre. Mhm. Und ja, wenn es Spaß macht, das ist ja beim Thema, wenn es dir Spaß macht, dann zieh dein Ding durch. Ja? Mhm. So, heutzutage würde ich natürlich sagen, brauchst du eine Lehre? Boah, nein, ich würde sagen, nein. In meiner Welt heute brauchst du keine Lehre. Was du brauchst, ist ein guter Mentor. Es ist viel besser, du gehst irgendwo zu einem Mentor in eine Firma rein, machst Praktikum und lernst von dem Besten und dann gehst du zum Nächsten, machst da wieder ein Praktikum, noch ein Praktikum. Das halte ich für viel, viel zielführender. Auch tatsächlich, wenn jemand nicht das Ziel hat, selbstständig zu sein oder reich zu sein, wenn jemand sagt, nee, ich möchte gerne im Angestelltenverhältnis sein, auch dann würdest du empfehlen, Lehre und so? Also es muss dir schon sehr, sehr viel Spaß machen, aber wenn ich teilweise sehe, was da alles unterrichtet wird, wie viel das man davon letzten Endes umsetzen kann, wie viel das man davon braucht, also für mich ist rückblickend einfach teilweise total verloren. Ja, eine Sache dazu, was mir so durch den Kopf geht, weißt du, es gibt ja viele Menschen da draußen, die haben nicht dieses Talent, welches du jetzt hast, ne? Eben dieser klare Fokus, dieses krasse Rebellieren, du gewöhnst dich ja auch irgendwann an diesen Kämpferstatus, ne? Und ich glaube, viele Menschen, die sind noch nicht mal da, wo du damals warst. Die haben nämlich keine Ahnung, was sie machen wollen. Die wissen überhaupt nicht, was sie gut können. Ja. Und deswegen ist eher unsere Empfehlung, also da muss ich so ein bisschen gegenhalten tatsächlich. Kein Problem. Dass es besser ist, vielleicht mal verschiedene Praktika oder eine Ausbildung dann zu machen. Vielleicht mit einem Coach oder einem Berater oder wem auch immer erstmal gemeinsam zu erarbeiten, was kann ich denn gut? Und dann daraufhin den Weg ausrichten, weil super viele machen, weiß nicht, studieren BWL oder machen Bürokaufmann oder Bürokauffrau, aber es gibt ja noch 150 andere Studiengänge und Ausbildungsgänge, die wir nicht auf dem Schirm haben, weil wir einfach nur das machen, was alle machen. Deswegen ruhig ausprobieren und eine Lehre vielleicht auch zu machen, um in der Lehre zu merken, das macht mir Spaß, das macht mir keinen Spaß. Deswegen will ich in Zukunft mehr von dem machen, was mir Spaß macht und weniger von dem, was mir keinen Spaß macht. Nur noch, genau. Also da das ist völlig richtig, was du sagst, Bastian. Da bin ich auch bei dir. Was ich meinte mit dem Praktikum, mach einfach ganz, ganz viele Praktiken. Bevor du dich irgendwo festlegst, mach ein Praktikum. Jetzt ist es ja oft so, dass Firmen sagen, nee, wir haben keine Praktikantenstelle frei. Dann geh doch einfach hin und sag, ich mache jetzt ein 4-8-wöchiges kostenloses Praktikum. Ich koste sie gar nichts, ja. So, jetzt ist natürlich in der Werteskala von vielen Menschen ist nach wie vor drin, ja, wieso soll ich was kostenlos machen? Was habe ich denn davon? Du gewinnst ganz, ganz viel Erfahrung, weil bevor du dich auf irgendwas festlegst und dann kannst du einfach gucken, wenn du dann Höchstleistung bringst, da sind wir wieder beim Thema, gib einfach ganz, ganz viel und guck, macht es dir Spaß mit den Kollegen, macht es dir Spaß,
von der eigenen Thematik her? Kommst du klar mit dem Geschäftsführer? Wirst du auch gefördert und gefordert oder bist du letzten Endes nur eine billige Arbeitskraft? Auch das dürfen wir ruhig hier erwähnen. Mhm. Es ist ja auch oft der Fall in der Lehre, da wird mit einem Lehrling, kostet nicht so viel und wird dann gleich eine ganze Arbeitskraft ersetzt. Das ist für mich nicht das Sinnbild einer Lehre, sondern Lehre heißt, dass man dir ganz, ganz viel beibringt. Aber bitte, such vorher, nimm dir Zeit dafür, such dir vorher den Ort aus, wo du dich richtig, richtig wohlfühlst, wo du Freude hast, wo du nicht dem Radiosender recht gibst, Black Monday, schwarzer Montag. Genau, so ist es. Arbeiten oder Happy Friday, sondern jeder Tag soll dir Freude machen, du gehst gerne rein, du bist einer der Ersten, der in der Firma ist, du bist einer der Letzten, der rausgeht, weil du Spaß hast, weil du genau das machst, was dir liegt. Und von daher gesehen, testen, ob du dann studieren tust, eine Lehre machst oder einfach so übernommen wirst, weil du so cool bist. Ich finde letzten Endes, das spielt keine so große Rolle im heutigen Internetzeitalter. Ja, wenn ich jetzt am Anfang meiner Karriere stehe. Was ist denn jetzt, wenn ich jetzt schon Mitte 30 bin, Anfang 40, 42, habe Kinder? Ja. Kann ich dann noch so ausbrechen? Gibt es dann vielleicht Kompromisse? Hast du eine Idee, was es dann für Möglichkeiten gibt? Okay, also, wenn ich schon mittendrin bin und einen Haufen Verpflichtungen habe, dann würde ich einfach... Also das Schlimmste, was man machen kann, ist das Alter auf einen Schlag kaputt machen, weil dann bricht dir alles zusammen. Weil es werden die wenigstens so viel finanzielle Freiheit haben, dass sagen, das ist egal, ich habe so viel Geld auf der Seite, ich kann das 3-4 Jahre lang hier alles ausprobieren. Also bau dir da einfach parallel was Neues auf. Das würde ich, also das empfehle ich auch immer wieder meinen Leuten, die schon mitten im System drin sind, Verpflichtungen haben. Tu dich einfach ausprobieren und heutzutage auch über das Internet gibt es ja so viele Möglichkeiten, sich ein zusätzliches Einkommen zu erschaffen. Oder man schaut mit anderen Firmen, dass man da hospitieren kann. Einfach querdenken, einfach ausprobieren. Die grundsätzliche Frage ist immer, wer bist du? Wer bist du wirklich? Was willst du? Wofür lebst du? Wofür brennst du? Mhm. Und dann geht einer Berufung nach. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, es gibt ja so diesen Spruch im Volksmund, lern gut in der Schule, mach eine Lehre, halte 40 Jahre durch und boah, und dann hast du es gepackt, ja. Mhm. Ja, wir wissen ja gar nicht, ob wir 65 werden. Bundesstatistikamt in Wiesbaden sagt, jeder Zweite stirbt vor 65. Also ich würde dieses Risiko, wäre mir einfach zu hoch, mich darauf einzulassen, sagen, naja, jetzt schaffe ich ja nur die paar Jahre und in Rente genieße ich es. Nein, das Leben findet jetzt statt. Genau jetzt in dem Moment findet das Leben statt. Und wenn du irgendwas machst, was dir nicht gut tut, und das merkst du daran, ich erlebe das bei vielen Leuten, die sagen abends, oh, ich bin sowas von kaputt. Sag ich, wie, du bist kaputt? Ja, von dieser Arbeit. Ich sage, Arbeit darf nicht kaputt machen. Arbeit darf müde machen. Aber wenn du kaputt bist, dann bürstest du dir buchstäblich gegen das Fett. Du machst einfach Dinge, die gegen dir, also dir gegen den Strich laufen. Und das sind klar zu nehmende Warnzeichen. Burnout, Schlaganfall, Herzinfarkt. Das ist immer Druck. Weil du musst immer mit Druck reingehen und etwas machen, was dir keinen Spaß macht. Und wenn du die Dinge gefunden hast, die dir Freude machen, dann bist du im Flow. Der Unterschied, gibt es hier ein kleines Beispiel. Der eine geht morgens um 8 Uhr, fängt da an und da sagt ein Kollege, du, wollen wir nicht zum Mittagessen gehen? Wie? Schon Mittag gibt's doch nicht. Ja? Der ist im Flow, der hat Spaß. Und der andere geht morgens zur Arbeit, 5 Minuten später sagt er, boah, scheiße, erst 5 Minuten vorbei, ja. Also, Frage hat einfach an jeden einzelnen Zuschauer, wie tickst du? Tut's dir gut? Gehst du gerne zur Arbeit? Hast du Spaß? Oder sind scheiß Kollegen, scheiß Chef, scheiß Kunden? Tja, gut, dann heißt natürlich ganz klar, sich selber mal überprüfen, was habe ich für eine Einstellung und dann halt überprüfen, würde es mir woanders mehr Freude machen und dann würde ich das einfach austesten, ja. Mhm. Einfach testen, ja, bis du den Weg gefunden hast. Das habe ich auch in meinem Leben gemacht. Ich habe so viele Dinge schon gemacht, ja. Vieles war nichts, manches, boah, sensationell. Mhm. Und es ist natürlich auch ganz, ganz schwierig, wenn du 14, 15 Jahre bis 16 Jahre, da sollst du entscheiden, was du für einen Beruf lernst, der dann nach Möglichkeit ein ganzes Leben halten soll.
boah, das ist heute, ich finde, das ist echt eine Zumutung. Du weißt das als junger Mensch nicht. Und darum sind ja viele Leute mit 28, 30, kommt so die erste Sinnkrise, soll das alles gewesen sein, wo möchte ich gerne hin? Die nächste Krise kommt so um die 40, 50. Und genauso der Spruch so, ja, ab 50 bist du nicht mehr vermittelbar. Wie hört sich denn das an? Ich will doch nicht vermittelt werden, okay? Sondern ich mache mich doch selber auf den Weg. Und wenn ich Spaß habe, wenn ich das Leuchten in den Augen habe, wenn ich Lebensfreude habe an dem, was ich tue, dann muss ich nicht vermittelt werden, weil tolle, großartige Menschen, die werden überall gebraucht und egal zu welchem Alter, ja? Hast du, also ich habe jetzt zwei Sachen auch noch rausgehört. Du hattest ja als junger Mensch die Motivation, reich zu werden. Und jetzt höre ich ganz häufig dieses Thema Spaß. Waren das diese beiden Motivatoren, die du hattest? Einerseits reich werden, andererseits Spaß haben? Ja, ich habe einfach gemerkt, dass die Leute da unendlich viel Spaß haben. Mhm. Die haben so viel Spaß in ihrem Leben. Und ich habe dann einfach das mit meiner Herkunft verglichen. Da war kein Spaß. Da war alles Krampf. Der arme Vater hat sich kaputt geschafft. Der arme Vater wurde ausgebeutet. Die arme Mutter musste dann auch noch was schaffen gehen, damit es reicht. Das hat hinten und vorne nicht gereicht. Alles ist so schrecklich. Ich habe dann bei den Nachbarn geschaut. Das war genauso. Boah, wie schön das Freitag ist. Endlich haben wir zwei Tage frei. Sonntagnachmittag war schon wieder blöd. Wieso? Ja, morgen müssen wir wieder arbeiten gehen. Boah, ich fand das so traurig. Das hat mich so belastet. Aber das kann doch nicht das Leben sein. Ja, ja. Du sprichst da was ganz Wichtiges an, Ernst. Und bevor wir jetzt gleich in den zweiten Teil der Folge reingehen, möchte ich gerne eine unserer Zuschauerinnen zitieren, weil ich glaube, das ist es wirklich, wirklich wert. Ja. Auch als Antwort auf die Frage hin, was ist denn, wenn ich Mitte 30, Anfang 40 bin, Familie bin und die liebe Grit, die hier gerade online ist, ich zitiere einfach mal, was sie geschrieben hat. Sie hat geschrieben, Bastian, ich bin mit 46 nochmal ausgebrochen. Und habe es geschafft, alles läuft, auch wenn ich angestellt bin, einfach an sich geglaubt und bam, den Job bekommen. Mhm. Und was ich ganz besonders finde, ist, dass sie sagt, es ist egal, wie alt du bist, wenn dein Warum stark genug ist und du ein gutes Umfeld hast, also das ist auch ganz wichtig, ist alles möglich. Und ich würde sagen, mit diesen Worten verabschieden wir uns von den Zuschauerinnen und Zuschauern und freut euch auf den zweiten Teil des Interviews. Und was genau Ernst getan hat, um vom Privatskilehrer zu dem zu werden, was er jetzt ist, wie genau der Weg dahin war und was die wesentlichen Schritte waren und was du auch davon lernen kannst, wenn du auch Ziele hast im Leben und wenn du auch hoch hinaus möchtest. Dann hör auf jeden Fall rein in den zweiten Teil.